Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von At Dead of Night. Ja, ich nehme auf jeden Fall nochmal eine Folge auf, weil ja, es einfach super spannend ist. Ich will jetzt auch wissen, was passiert, und ich denke, vielleicht kriegen wir es ja wenigstens hin, Amys Geschichte zu vervollständigen. Das wäre ziemlich cool. Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir aber dann hier rauskommen. Oh, Moment, ich muss ein bisschen lauter machen. Okay. Ich fürchte fast, wir müssten doch mal auf Ebene 2 hoch. Ach, verflixt, dann sind wir jetzt hier hinten. Das ist ja doof. Vielleicht müssen wir wirklich da noch Sachen einsammeln. Oh Gott. bei mir übrigens ist auch so ein bisschen ruckelig, weil ihr das geschrieben hattet. Ich weiß nicht, kann schon sein, dass es auch smoother laufen könnte, wenn meine Grafikkarte oder so besser wäre. Leider macht es jetzt YouTube auch noch ein bisschen schlimmer, muss ich dazu sagen. Ich habe es mir auf YouTube einmal angesehen. Sieht nicht so geil aus, aber ist gerade noch aushaltbar. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Alter, wo ist das denn? Ich will einfach nur auf die nächste Ebene. Wir laufen hier volle Kanne im Kreis, ne? Oh, okay, endlich. Wo ist denn der Stairwell, ihr wisst schon, Treppen. Ich brauche Treppen. Okay, ist nicht schlimm. Es gibt keine Treppen, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Dann gehen wir so auf Ebene 2 und gucken uns da nochmal genauer um. Und gucken mal, ob wir da nicht noch Sachen einsammeln können, die wir auch brauchen, um mit Amy zu reden. Beziehungsweise auf Ebene 2 war, glaube ich, auch dieses... ominöse Klopfen, genau. Und da flackert es. Oh. Jimmy, I'm Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Oh, geil. Es speichert auch. You noted man in suit knocking on door. Ah, jetzt natürlich die Frage, sollen wir jetzt runter und mit Amy darüber reden? Und in welchen Räumen waren wir jetzt schon wieder gewesen? 221 auf jeden Fall. Okay, wartet mal. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Es hat ja gerade gespeichert. 217, 218. Ich meine ja, in diesen Räumen wären wir gewesen. Ach, ich gucke hier trotzdem noch mal rein. Verdammt. Ich verstecke mich mal kurz. Ich habe Angst. Aber er hat uns ja nicht gesehen. Ich glaube nicht. Eigentlich glaube ich, dass er dann nicht reinkommt. Oh. Oh, ich habe das Knarzen von Bodendielen gehört. Ey, das Spiel, ne? Das macht einen echt fertig. Ich weiß halt nicht, ob wir hier vielleicht... Is anyone there? Hello? Ja, geil. What's your name? Dr. Bose. I'm a clinical psychiatrist. Aha, okay. Ich hoffe, wir dürfen so viel fragen, wie wir wollen. Ich weiß nicht, ob die sich... Ach, das hier erstmal. With newspaper articles in it. Who made it? Okay. Ah, okay. Wenn wir dann mit der Person sprechen, ja, weiß ich nicht.
Das hilft uns dann aber ja wahrscheinlich nicht bei Amy. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Okay. I got a call from Rose, die Mutter? Und Harvey, der Vater? I saw Amy outside a room. Something frightened her. What was it? I don't know. Ah, okay. Why was there a washing line tied around a rolling pin? I tied them together. Aha. It was an experiment. Ein Experiment? I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? Okay. Was haben wir? Oh, wir haben so viel. Ach, das können wir gar nicht. Okay. I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. Why did he take it? I have no idea. It's just the kind of thing he did. Okay, das hört sich nicht sehr ergiebig an. I saw a girl in the basement crying. Who was she? The daughter of the hotel guest. Jimmy was attached to her. Where did the bottle of diazepam come from? It can help treat impulsive behavior in some people. Vielleicht halt bei Jimmy. Where did the wooden paddle come from? I don't know, but Jimmy found it. Ah, okay. Oh, wir haben so viel. Trophies. Who won them? Okay, das kennt er nicht. Who drew those violent pictures? Jimmy. He used to draw them. Who did the child's purse belong to? I don't know. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. Oh, okay, das Why weiß er auch nicht. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? Ach, das war seins? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass das mit der Verbrennung vom Mädchen zu tun hat. Das ist ziemlich logisch. Und, oh Mann, wir haben noch mehr. Who did the chef's hat belong to? Jimmy found it and put it on. Uh-huh. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? You'd better ask Jimmy. Okay, das haben wir aber ja auch schon herausgefunden. Das einzige wäre vielleicht Schwert mit seiner Verletzung. Scheint nicht zu gehen. The cloth was mine. Wird gerade irgendwie nicht akzeptiert. Oder mache ich gerade was falsch? Übersehe ich was? Das ist ja Blödsinn, das will ich ja nicht. Ich probiere es nochmal. Moment, was ist jetzt? Das wird dann gleich rausgehen. The bottles will ich ja nicht. Ich will the cloth und sword. Ne, will es nicht akzeptieren. Ist ja komisch. Also, das ist er. Rose, Harvey. Vielleicht. Das ist jetzt die Frage. Ach so, das geht gar nicht. Das geht aber. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have something to do with what you said about the scrapbook? Ah, schade. Das hätte ich durchaus sinnvoll gefunden. Okay, was er sich vorstellt. Ach so, vielleicht das hier aber? Mit den Bildern. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind,
Does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Was ist das? Mann, ich erkenne voll oft die Sachen nicht. Okay, wir müssen auf eins auf jeden Fall dem Flackern folgen. Gut, super, okay. Das ist doch cool. Ah! Ah! Ich gehe erstmal kurz weg. Ich höre aber nichts. Ich gehe jetzt wieder raus. Es hat, glaube ich, sowieso gespeichert. Also wenn wir jetzt sterben würden, wäre es auch nicht super duper schlimm. Ich gucke trotzdem einmal durch. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. Muss ich links oder rechts? Ich muss rechts, glaube ich. Beziehungsweise dann ja links, weil sie sich ja immer Richtung Tür hinstellt. Warum auch immer sie das so toll findet. Ui. Ui. Er war in dieser Tür da drin. Oh, ich höre seine Schritte. Nein, nein, geh zurück! Bitte, bitte, geh zurück! Oh. Oh, ich... Bitte nicht. Komm nicht rein. Ach, diese Sprit ist echt schrecklich. Und jetzt kommt er auch tatsächlich. Ist nicht mehr wie am Anfang, da hatten wir irgendwie Glück gehabt. Oh, ich höre schon wieder die Schritte. Ich weiß halt auch nicht... Schrecklich, sag ich euch. Das hatten wir schon. Dann waren wir hier schon. Scheiße, ich höre ihn schon wieder. Das gibt's doch nicht. Okay. Hier gehe ich erstmal rein, ey. Pff. Todesangst, ey. Ach ja, stimmt. Könnten wir nochmal reinschauen, wobei ich denke, es ist ziemlich klar, dass wir auf Ebene 1 müssen und wahrscheinlich einfach nochmal mit Amy schnacken müssen. Die Frage ist, kommen wir da hin? Da. Ja. Puh. Das war zwischen 118 und 119, glaube ich, ne? Wo wir hin müssen. Wo ist das dann? 100. Okay, da.
Ich weiß nicht mehr, war das hier drin, wo sie dann... Das ist aber sehr dunkel hier. Das war, glaube ich, nicht der Raum. Oder war das 108, 109? Is anyone there? Nee, das ist hier nicht. Okay, ich habe auch schon wieder vergessen, dass wir ja den, den da unten haben. Is someone there? Ach, verflixt noch mal. Aber ich kann ihn gerade benutzen. Ich benutze ihn noch mal. Oh. Das hilft mir nicht besonders weiter. Was ist das? Ah, das Schwert. Okay. Das Schwert ist wichtig. Und alle, die wir bisher getroffen haben, sind auch wichtig. Danke. Okay. Okay. Das ist der Tisch von Jimmy. Da müssen wir hin? Warum? 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 Okay, dann versuchen wir halt einfach jetzt, Ja, ich glaube fast nicht, dass es hier ist. Oder ist das... Moment. Nein, nein, nein. Hier. Ich glaube, das ist es aber nicht. Oder? Ich versuch's mal. Nee, ist ein weiterer Store. Oh, Mann, lauf! Oh, ey. Oh, verflixt nochmal, wo muss ich denn hin? Hier? Aber es war ja auch gar kein Flackern der Lichter oder so. Ach, es war hier. Wusste ich nicht mehr. Okay, cool. Is it Amy? Okay, okay. Also, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wir wollen Verbindungen herstellen, glaube ich, zwischen... Okay, das geht gar nicht. Aber hier kann ich noch Fragen stellen. Door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? Oh, kennt sie gar nicht. Okay. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? Okay, das könnten wir doch nochmal mit dem Schwert versuchen. Scheinbar hatte das nicht gespeichert letztes Mal. With newspaper articles in it. Who made it? Jimmy made it. I don't know why. He was strange. Why was there a washing line tied around a rolling pin? I don't know. Ich versuch's jetzt nochmal, weil das Schwert halt in der Vision auch erschienen ist.
When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Jimmy could stop Amy's hand hurting. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Impulsives Behavior, nee, dann hat das damit nichts zu tun. Oh Gott, aber... You better ask Jimmy, ich hoffe... Oh, oder den Alkohol. Ha, ha, ha. Ja, weiß ich nicht. Eventuell, nee. Also, es hat uns ja gesagt, auf Ebene 1 ist es was. Na? Das hört sich nicht gut an. Oh je. Ich guck nochmal hier drauf. Ich weiß nicht, ob wir mehr sehen als eben, aber... Oh, danke. Super obvious Hinweis. Wir müssen zu Raum 112. Gut. Kriegen wir hin. Raum 112 und der Typ wieder. Und immer noch der Tisch von Jimmy. Ja, oh. Ich frag mich da halt echt... Wenn wir in den Spiegel gucken, ob das irgendwie bewirkt, dass Jimmy uns sieht. Oh Gott. I hate it. Okay. Hoffentlich nicht, weil er hier drin ist. Gott, ey. Ich trau mich nie raus. Ah! Oh, ey, wenn ich rausgehe, bringt er uns bestimmt um. Das wäre krass, wenn man mal hier in so ein Badezimmer gehen würde und dann ist er da drin. Ah! Da würde ich ja sterben vor Angst. Der treibt halt da draußen sein Unwesen. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich geh jetzt raus. Bitte töte mich nicht. Ich habe vergessen, dass wir die 112 suchen. Oh, ey, so ein Glück. Oder war es die 112? Is someone there? Who's there? Oh, ich dachte, es wäre 112 gewesen. Ach so. Oh Gott, was hat er ihr gegeben? Ach, den Alkohol wahrscheinlich, ne? Muss ich da rein, oder? You noted Amy drinking something horrible. Nee, ich wollte mich hier gar nicht verstecken eigentlich. Let me go out. Okay. Ich gucke einfach wieder in den Mirror. Aber ich habe wirklich das Gefühl,
Er weiß dann so ein bisschen, wohin er muss. Ich denke, er hat ihr Alkohol gegeben. Und deswegen sagt sie auch, Kinder sollten keinen Alkohol trinken. Die Frage ist, wo sollen wir halt jetzt als nächstes hin? Genau das Getränk, was sie zu sich genommen hat. Und der Typ wieder. Oh, was kann das jetzt nur sein? Gebt mir einen Hinweis, bitte. Ach, verflixt, ey, dieser blöde Tisch. Ich weiß halt nicht, wo der hier ist. Wir müssen da ewig rumlaufen. Vielleicht war das sogar im zweiten Stock. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, habe ich ja Bock, ey. Und im zweiten Stock habe ich mir auch nicht gemerkt, was wir schon gesehen haben und was nicht. Das ist ziemlich unpraktisch. Ja, ja. Ich weiß, I see you too, oder auch nicht. Ich muss immer nachschlagen, ob das, was er sagt, abhängig davon ist, wie weit weg er ist. Oh ey, ich hab keine Ahnung, wann ich raus kann. Verdammt, ich gehe jetzt raus. Eigentlich zeigt es in die andere Richtung, ne, der Pfeil. Nee, der zeigt immer noch hier hin, das ist das Problem. Kacke, ey. Ist das der Raum, den ich suche? Ich glaube nicht. Nee, das ist er leider nicht. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo der Raum ist. Verdammt. No, 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 no. Hey, hey, hey. Hey, hey. Oh, verdammt, ey. Scheiße. Vielleicht ist das aber sein Zimmer. Vielleicht ist das genau das, was ich suche. Ich höre ihn aber auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob er uns bemerkt hat überhaupt. Aber da kann ich doch jetzt nicht langlaufen. Gott. Please don't kill me. Wieso hat's da eben... Ist ja komisch hier, aber. Ach, weil es das hier nämlich ist. Okay, geil. Yeah! Oh. Entschuldigung, es war bestimmt sehr laut. Es tut mir leid. Dr. Bose finding a small animal.
Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you holding up a dead animal on a wire. What had happened? Jimmy was killing things. Small birds, animals. I realized he needed to work on his empathy skills. So I asked him to think of something nice he could do for me. I was surprised. He came up with an idea right away. Okay. I saw Amy drinking something. She didn't seem to like it. What was it? I don't know. I wasn't there, but I think she drank alcohol. Okay, das können wir bestimmt später dann noch nutzen. Dann, ich würde sagen, das hier mit dem... When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? Ah, verflixt. Okay, ich dachte wirklich, das könnte zusammenpassen. Something... Etwas Nettes. Das ist nicht nett. Das ist auch nicht nett. Das Scrapbook ist auch eigentlich nicht nett. Girl in the Basement. Something... Jimmy Farr, Die Medizin. Das kann nicht die Idee gewesen sein, die er hatte. Etwas Nettes. Moment, was war das noch? Ach so, er hatte keine Antwort darauf. Darauf auch nicht. Das war seins. Er hat nicht unbedingt gesagt, dass es auch sein Blut gewesen wäre. Okay. Oh je, da fällt mir jetzt überhaupt nichts ein. Die Frage ist auch, ob es das hier sein muss. Aber das ja auch nicht, da kann er ja gar nichts zu sagen, ob sie da den Whisky getrunken hat oder nicht. Das kann man nicht pairen. Jimmy was killing things. Das hier? When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with what you said about the scrapbook? Ah, verflixt. Oh, bestimmt dürfen wir nur noch einmal, dann haut er ab. Oh nein! Oh! Etwas Nettes. Oder wir müssen Gegenstände kombinieren, aber eigentlich fand ich das jetzt ziemlich logisch. Die können wir alle... Ach so, sowas vielleicht? Ach, das geht nicht. Okay. Vielleicht doch, weil... Ach so, nee, hä? Und das hier? Nee, geht auch nicht. Ach, da steht ja sogar Sightings und Objects. Also man kann nicht zwei Objects scheinbar miteinander kombinieren. How far his imagination went. Okay. Totes Tier. Und... Oh, tja, das habe ich schon gemacht. Fällt ehrlich gesagt fast nichts ein gerade. Oder doch wieder das Schwert. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have anything to do with what you said about the sword? Oh, nein, jetzt haut er ab, oder? Nee, er ist noch da. Okay. Oh Gott, also bald habe ich halt alles durch, ne? was, womit könnte man es denn noch kombinieren? His empathy skills. Ich hätte ja gesagt... Oder das Verbrennen. Ach so, geht ja gar nicht. Chef's Head? Was hat das mit Empathy Skills zu tun? Ich probiere das nochmal. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with the blood-stained cloth? Aww.
Nein, wait a while before trying to make contact again. Oh, aber was muss man da machen? Das ist die Frage. Und haben wir alles? Das ist die noch viel wichtigere Frage. Eventuell haben wir nämlich gar nicht alles, was man braucht, um das zu kombinieren. Weil das sind ja auch Gegenstände aus dem zweiten Stockwerk teilweise, ne? Die wir hier anwenden müssen. Boah, ey. Gestorben bin ich eben innerlich. Okay. Ach, den Mirror haben wir noch. Weil ich glaube, das Geistergesprächsgerät müssen wir uns nämlich dann immer wieder beschaffen, wenn wir sterben sollten. Ach, pff. Oh, direkt mal falsch gelaufen. Genau. First floor store. Ich hoffe, er treibt sich da nicht direkt rum. Oh, das ist aber auch so kompliziert hier. Ich bin, glaube ich, schon wieder falsch gegangen. Ja, ich bin falsch gegangen. Ja, bin ich. Da ist es nämlich drin. Das Blöde ist, dass uns noch der Kompass fehlt, ne? Das ist blöd. So, den haben wir aber wieder. Und ich fürchte fast, wir müssen nochmal in den zweiten Stock hoch. Das war aber fies, ne? Ich hätte gedacht, dass das hier sowas wie ein sicherer Raum ist, weil wir ja auch kommuniziert haben mit dem Geist. Ach, nee, wir haben... Ach, wir verlieren nur das Geisterding. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Ich dachte, wir hätten auch den Kompass verloren. Beziehungsweise wir waren noch nie im dritten Stock. Ich meine, vielleicht fährt der Aufzug ja auch in den dritten Stock. Haben wir noch nie ausprobiert. Oh. Ich glaube... Ach Mann. Ey, dieses Spiel macht so süchtig, ne? Ich will gar nicht so lange aufnehmen. Das kriegen wir nicht auf. Das ist einer dieser Stores wahrscheinlich. Tatsächlich. Die sind nur so komisch, diese Räume. Ich weiß immer gar nicht. Oder das sind sichere Räume. Ist auf jeden Fall seltsam. Oh, guckt euch das hier hinten an. Das ist doch super creepy. Hier waren wir definitiv noch nicht. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Nein, 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 du sollst da rein. Okay, schauen wir mal. Aha, da hätten wir doch schon mal was. So ein schicker Dolch. Und noch ein Schlüssel. Deadlock Key für Raum 206. Das läuft doch schon mal gut. Schon haben wir was Neues, was wir kombinieren können. Hier ist das voll hinüber alles. Was? Aber Moment. Da ist doch... noch ein Weg. Okay, das ist zu dunkel. Brauchen wir gar nicht erst rein. Da können wir rein. Sehr schön. So, was haben wir da? Und wieder ein Schlüssel. Ist er das gerade? Okay, habe ich schon. Okay. Huh.
Hier ist so viel Luft. Ihr wisst, was ich meine. Hier ist so viel Windgeräusch. Okay, da können wir auch rein. Da ist nochmal eine Kommode. Haben wir schon. Und nochmal Schlüssel. Gut. Ich gehe jetzt einfach raus, weil ich höre eigentlich nur Wind. Was hoffentlich nicht nur eine fiese Ablenkung ist. Oha, eine Waffe. Okay. Das ist nicht gut. Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Er kann sich dann verstecken. Im Badezimmer. Ich weiß nicht, ob wir dann hier noch eine Chance haben, rauszukommen. Er wird uns überfallen, wenn wir raus wollen. Scheiße, Mann. Da, es ist ja sogar rot. Er weiß ganz genau, dass wir hier drin sind. Scheiße. Schnell. Geh, 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 geh. Ja, geh rein. Geh rein. Geh rein. Sieht gut aus. Geh, geh. Wow, okay, es wird immer gewalttätiger. Oh, ich guck mal kurz, wo wir hin müssen. Ja, ich weiß, das Getränk. Wir müssen Amy irgendwie noch finden und sie ausquetschen, dem darüber. Okay, auf die Eins. Ist okay. Kriege ich vermutlich hin. Moment, was ist das noch? Brot auf einem Teller? Und wieder die Eins. Was ist das? Sehr mysteriös. Oha. Brot auf einem Teller. Muss ich in die Küche oder was? Oder gibt es sowas wie einen Frühstücksraum? Bitte bring mich nicht um. Ach, erst. Ja. Okay, cool. Oha, da geht's sogar durch. Och nö. Oh nein. Okay, ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Das scheint ein Durchgangsraum sozusagen zu sein. Auf die andere Seite. Und hier waren wir scheinbar noch nicht. Okay, cool. Da ist nichts. Mhm. Aha. Okay. Es sind ja mehrere von diesen
Oh, okay, das ist dunkel. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Ich gehe mal rein. Heater. Marked dangerous. Okay. Eigentlich höre ich gerade auch nichts. Nein, jetzt habe ich was gehört. Oh Gott. Ach, ich glaube, das ist der Storeroom, den wir schon geöffnet hatten. Waren wir hier schon drin, ey? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Nein, oh, wir sind ja in einer Sackgasse. Das ist scheiße. Das ist kacke. Bitte nicht. Ah, ja. Nein. Da, da, da. Uiuiuiui. Also wir müssen auf jeden Fall auf die 1. Ah. Also die Hinweise waren alle super klar, dass es auf der 1 weitergeht. Die Frage ist nur, reichen jetzt die Sachen, die wir gefunden haben? So, letztes Mal war das dann direkt hier gewesen. Oh. Is someone there? Okay, okay. Oh. Wartet, ich guck lieber einmal. Okay, sieht gut aus. Er scheint da gerade nicht drin zu sein oder so. Das wird ja wieder hier sein, ne? Is someone there? Hello? Is it Dr. Bose? I'm Dr. Bose. So. Why is there an old heater marked dangerous? I don't know. Where was the crossbow from? The hotel used to have a display of old weapons. Who does the gun belong to? Ah. Okay. Hä? Ach, hier sind die Sachen. Ich dachte schon. Who does the dagger belong to? I don't know. Hm. Dann wäre ja eigentlich das Einzige, was jetzt neu wäre, dieses mit diesem zu kombinieren. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Ah, oh, nee. Und was mit der Handgun? When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with what you said about the gun? Oh, ey, jetzt habe ich echt langsam keine Ideen mehr. Oh, oder? Ja, aber hier auf der 1 fehlt uns noch was? Das würde mich halt echt überraschen. Was wäre denn, wenn... What Harvey was worrying... Ach so, das hatten wir aber doch schon kombiniert. Wir haben eigentlich nichts Neues. Wir haben die Sachen, die neu sind und passen, haben wir kombiniert. Tja. When you said Jimmy came up, ich habe halt keine Ahnung mehr. Is that connected to what you said about the chef's hat? Yes. Huh? Ach, der Teller und das Brot. Oh Mann, da muss man erstmal drauf kommen. Also ohne den Spiegel kann man gar nicht drauf kommen, finde ich. Oh, okay, geh.
Dun, dun, dun. Jimmy came up with an idea. Okay, okay. Please don't kill me. Oh Gott, ich muss jetzt aber auch mal aufhören. Letztes Mal habe ich schon 5 Stunden gebraucht, damit der Part gerendert hat. Und dann ist er nicht mal richtig smooth gelaufen. Wobei, wie gesagt, bei mir ist es auch ein bisschen unsmooth. Aber... ja, ich muss jetzt mal aufhören. Ach Gott. Aber ist schon geil, ne? Ist schon halt immer sehr, sehr spannend alles. Hat das doch bestimmt was mit der Küche zu tun wieder, oder? Hä? Ja, ich höre Küchengeräusche. Is a great idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Ah, dem würde ich nicht trauen. You noted Dr. Bose outside the kitchen. Okay. So, meine Lieben, an der Stelle machen wir aber einen Cut. Vielleicht kommt noch mal eine Folge, mal schauen. Es macht sehr viel Spaß, beziehungsweise ist sehr nervenaufreibend. Ja, also. Sagt doch Bescheid, wie es euch gefallen hat. Und dann, ich denke, es kommt bestimmt noch eine Folge. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.